kann es sein, dass die allermeisten Aktien steigen, aber die meisten Indizes dennoch fallen. Genau das ist heute der Fall. Und das Geschehen an den Märkten zeigt sehr viel über die Konstruktion des amerikanischen Aktienmarkts. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mal sehen wir die Indizes. Wie schaut es da aus? Dow Jones plus 0,4% etwa. Nasdaq 100 minus 1,12%, Nasdaq Composite 0,75% im Minus, S&P 500 minus 0,3%, Small Caps, also der Russell 2000 mit 1,6% im Minus. Im Russell 2000 sind ziemlich viele Aktien, nämlich 2000. Dementsprechend sehen wir, dass hier die meisten Aktien im Plus sind, vor allem Finanzwerte. Warum, werden wir gleich sehen. Aber warum ist der Nasdaq so deutlich im Minus? Warum ist auch der S&P im Minus, während der Dow Jones im Plus ist? Nun, der Dow Jones ist ein preisgewichteter Index. Eine Aktie, die mit 200 Dollar notierte, die ist doppelt so stark gewichtet wie eine Aktie, die 100 Dollar notiert, obwohl möglicherweise die 100 Dollar notierende Aktie eine viel, viel höhere Marktkapitalisierung hat. Typisches Beispiel Apple. Ist ja optisch deutlich günstiger als etwa eine Goldman Sachs, die aber dennoch die doppelte Marktgewichtung auf den Index bringt, weil eben der Dow Jones nur nach dem Preis geht, also völlig schwachsinnig eigentlich, kann man nicht wirklich ernst nehmen, aber auch der S&P ist im Minus, der Nasdaq ist im Minus. Warum? Weil eben die Tech-Dickfische, die so stark gewichtet sind, heute schwach sind. Eine Apple, eine Microsoft jeweils mit um und bei 6% Marktkapitalisierung im S&P 500, im Nasdaq noch deutlich mehr. Amazon, Alphabet jeweils um und bei 4%, dann haben wir noch Facebook und Tesla. Dann sind wir um und bei einem Viertel des gesamten Index. Das heißt, wenn diese Aktien nicht steigen, dann ist das schon mal ein Thema. Und so sehen wir eben gerade im Russell 2000 die großen Gewinner. Warum? Es sind Finanzwerte. Und warum sind es Finanzwerte? Weil die Renditen steigern. Der 10-jährige US-Staatsanleihe heute ist das erste Mal seit langer Zeit wieder auf 1,50% gestiegen. Und hier oben sehen wir mal in einem Chart, wie stark das auseinanderdriftet. Russell 2000 nach oben, Nasdaq nach unten, S&P 500 um und bei in der Mitte. Also das divergiert schon sehr stark auseinander. Russell 2000 plus 1,6%, Nasdaq 100 minus 1,1%. Also da ist schon eine ziemliche Differenz. Warum aber steigen da Renditen heute? Gute Frage. Möglicherweise, es ist so wie Mohamed Al-Erian sagt, ja, dass das vielleicht die eigentliche Story ist, dass die Anleihemärkte etwas schnüffeln, etwas riechen, was die Aktienmärkte noch nicht realisiert haben. What is that pricing power is going to be really important going forward for different companies? Also er sagt hier, die Preissetzungsmacht, die ist ganz entscheidend für die Unternehmen und möglicherweise ist die nicht so doll für die Unternehmen, denn die Inputkosten, die Kosten steigen ja maßgeblich für die Unternehmen aufgrund von Lieferkettenproblemen, Materialmangel und Arbeitskosten, also Kosten für die Arbeitnehmer. Das ist ein Motiv. Das andere Motiv vielleicht, hier nochmal Chip Shortage, hier sehen wir, dass diese ganzen Dinge, die für Computer verbaut werden, für Autos verbaut werden, ist ja in so vielen Endprodukten letztendlich drin. Hier sehen wir Lieferzeiten auf neuem Allzeithoch. Es gibt hier null Entspannung in Sachen Chip Shortage, in Sachen Lieferketten. Das ist einer der Faktoren. Aber die andere Geschichte könnte sein, um nochmal zurückzukommen auf die Anleiherenditen. Warum geht es nach oben mit den Renditen? Nun, wir sehen, dass möglicherweise hier schon so ein bisschen Unsicherheit ist jetzt in Sachen Government Shutdown, Debt Limit Anhebung, also Schuldenobergrenze. All das muss jetzt passieren bis Donnerstag. Muss ein neues Budget verabschiedet werden, denn das Fiskaljahr endet in den USA ja immer Ende September und dann muss irgendwas Neues her. Wenn das nicht geht, dann müsste die US-Regierung Zahlungen einstellen, viele Zahlungen einstellen. Dann kommt diese Schuldenobergrenze noch mit dazu, dann kommt das Infrastrukturpaket mit dazu, diese ganzen Differenzen, die es selbst innerhalb der US-Demokraten dazu gibt. Wir sehen vor allem kürzer laufende Anleihen, also die jetzt so in den nächsten ein, zwei Monaten auslaufen. Da sehen wir schon eine gewisse Anxiety, eine gewisse Verunsicherung, könnte man sagen. Ob das aber wirklich der Grund ist, warum die Renditen nach oben gehen? Gute Frage. Jedenfalls tut das den Finanzwerten gut, das tut vielen Reopening-Stocks gut. Wir sehen, dass Corona jetzt immer weniger ein Problem zu sein scheint, dass die Infektionszahlen
zurückgehen, nicht steigen zu Herbstbeginn, aber jetzt haben vor allem viele Hedgefonds sehr, sehr viel Geld wieder reingepackt in eben diese Reopening-Aktien. Erinnern wir uns, in der letzten Woche hatten wir die größten Ausflüsse aus Aktien, sowohl ETFs als auch aus Fonds seit langer, langer Zeit. Und jetzt sehen wir, dass hier richtig wieder reingebuttert wird. Man geht also davon aus, dass diese Reopening-Aktien jetzt steigen werden und diese Small Caps zum Beispiel, Russell 2000, die zählen zu diesen Small Caps. Wir sehen auf der anderen Seite natürlich die Buybacks, die Aktienrückkäufe sind natürlich eine große Unterstützung. Wir werden dieses Jahr ein neues Allzeithoch erreichen. Auch was die Buybacks betrifft, ist natürlich eine konstante Nachfrage, diese Buybacks. Dann haben wir teilweise eben nicht nur, dass da Nachfrage nach diesen Aktien entsteht, sondern es werden dann eben auch weniger Aktien gehandelt. Das heißt, das Angebot verknappt sich, während die Nachfrage steigt. Also das ist natürlich in gewisser Weise dann ein No-Brainer. Aber wir sehen, dass wir jetzt doch durchaus vor dieser sogenannten Blackout-Period stehen. Also dass die Unternehmen oder immer mehr Unternehmen in den USA ihre eigenen Aktien im Umfeld der Berichtssaison, die ja dann bald anfängt, wenn der September vorbei ist, dann kann man eben über das dritte Quartal schon Zahlen berichten. Das wird dann eben den Hochpunkt erreichen, so um und bei 10. Oktober. Da sind dann gut 80% der amerikanischen börsennotierten Unternehmen nicht in der Lage, eigene Aktien zu kaufen. Aber gucken wir mal hier auf neue Zahlen zu den Wertpapierkrediten. Hat mein Kollege Wolfgang Müller einen Artikel dazu geschrieben. Neues Allzeithoch, extreme Hebelung, die da der Fall ist. Wir hatten ja zuletzt im Juli einen Rückgang. Da haben sich schon manche gefragt, schlechtes Zeichen, ja, nein. Jetzt sehen wir wieder Anstieg bei der Hebelung und die sogenannte Negative Cash Balance, also das Geld, was faktisch noch zur Verfügung steht, was nicht gehebelt irgendwo investiert ist, ist auf einem neuen Allzeittief, hat nochmal so einen richtigen Spike nach oben gemacht. Das zeigt, dass die Investoren, gerade die Privatinvestoren, dermaßen all in sind über beide Ohren sozusagen, das ist schon kracht. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die Indizes mal 5% gefallen sind, etwa der S&P 500, und schon die Charttechnik total überverkauft ist. Also das ist so das Paradox, mit dem wir es derzeit zu tun haben. Insgesamt, wie Lance Roberts hier zeigt, sind wir in so einer Art Melt-Up-Boom, wo die Dinge so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hier sehen wir den Durchschnitt, den exponentiell geglätteten Growth-Trend, und da sind wir schon ein bisschen sehr weit drüber geschossen. Deutlich weiter als in der Dotcom-Blase, deutlich weiter als in der Finanzkrise. Die Frage sagt Lance Roberts, ist nur, wann das wieder zurückkehrt. Er selber ist jetzt wieder überwiegend long im Markt, nachdem er vorher vor einer solchen Korrektur gewarnt hat. Ja, aber das sind natürlich die sogenannten Cash-Proleten, nicht Cash-Propheten. Also Menschen, die praktisch ein bisschen primitiv veranlagt sind, weil Stocks always go up. Das wissen Sie, meine Damen und Herren, Sie, und Sie gehen deswegen vor allem nach oben, weil das Optionsvolumen immer größer wird. Hier sehen wir Options Volume jetzt größer als das gehandelte Volumen in den Aktien selbst. Das hat sich also in etwa seit der Finanzkrise, ja, könnte man sagen, mehr als verhundertfacht, das Optionsvolumen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist einer der zentralen Faktoren, der hier eine Rolle spielt, denn diese Optionen, damit können auch Kleinanleger durchaus etwas bewegen, gehen gehebelt auf steigende Märkte, et cetera, immer Jod gegangen. Und jetzt sehen wir hier in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, den S&P 500. Und da waren wir ja am Freitag wieder über diese 50er Tageslinie gekommen, dann sind wir wieder runtergefallen, drüber, drunter, drunter, drüber. Jetzt sind wir momentan noch drunter, so eine Unsicherheitskerze, die wir hier sehen. Soll es weiter raufgehen, geht es wieder runter. Saisonal beginnt eigentlich ab Anfang Oktober eine sehr gute Zeit für die Aktienmärkte, aber es gibt eben so ein paar Faktoren, die da durchaus Unsicherheit reinbringen. Wir haben natürlich auch positiv für die Aktienmärkte jetzt Window Dressing nochmal zum Ende des Quartals hin, sich da Sachen reinzulegen, aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Problemfaktoren. Schauen wir nochmal kurz nach Europa, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, dass Lagarde, Madame Lagarde, Interessantes gesagt haben. Wir haben jeden Grund zu glauben, Betonung liegt auf Glauben, dass die Basiseffekte und die Energy Inflation nicht in einer nachhaltig steigenden Inflation
sich ausdrücken werden, we will care for monitor supply bottlenecks. Also man muss sehr genau beobachten, wie sich die Lieferengpässe da verhalten geht. Da wird man so stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang hinschauen und sagen, oh, gell, Lieferkettenprobleme. Ne? Ändern wir deswegen unsere Politik? Nein! Gell, also das ist doch, also man wird sehr genau hinschauen, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal schön, dass sehr genau hingeschaut wird, meine Damen und Herren. Und in der Nachbarschaft in Großbritannien, da schaut man nicht nur, da schaut man auch in die Röhre, denn die Tankstellen sind teilweise leer. Jetzt hat Bloomberg gesagt, da ist nicht mal genug Erdgas da, um die ökonomische Erholung jetzt irgendwie antreiben zu können, dass das wirklich bedient werden kann, hat hier Zero Hedge natürlich wieder sehr bösartig geschrieben, aber wenigstens haben wir hier sehr viel grüne, heiße Luft in die Luft geblasen, sodass auch die Tugendwächter dann einen warmen Winter erleben werden. In Großbritannien geht teilweise das Benzin aus. Wir haben heute auf Finanzmarktwelt einen Artikel, wo wir so ein paar Impressionen zusammengestellt haben. Hier ein Kommentar eines Volkswirts, der sagt, ja, seht ihr, wenn ihr internationale Mobilität einschränkt, dann passiert so etwas. Und das wird so lange der Fall sein, bis wieder diese Mobilität gewährleistet ist, dass also zum Beispiel die Trucker aus der EU dann wirklich sagen, okay, dann wären wir bereit, in Großbritannien zu arbeiten. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Hinweise. Ein Artikel hier, Immobilienblase. Immobilien sind Hochrisikoinvestment, sagt Andreas Beck, der Portfolioverwalter und Mathematiker. Das bezieht er vorwiegend auf die Demografie, weil er sagt, die demografischen Trends, die kippen und dann kommt immer mehr Angebot und immer weniger Nachfrage in diesen Markt hinein, ist nur ein Punkt nach meiner Auffassung. Der andere Punkt ist, dass die EU sehr heftige Nachhaltigkeitsregeln erlassen wird, sodass dann jeder Immobilienbesitzer, der auf einer Immobilie sitzt, die, sagen wir mal, aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ist, diese Energieeffizienz irgendwie reinbringen muss in seine Immobilie und das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Wenn er es nicht macht, wird der Preis dieser Immobilie fallen. Also von daher droht auch Gefahr. Das ist das eine, was ich Ihnen unter dem Video verlinken werde, meine Damen und Herren. Und das zweite ist der schon angesprochene Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller über die Wertpapierkredite, neues Allzeithoch, extreme Hebelung. Das geht so lange gut, wie es nicht gut geht. Solange alles nach oben geht, ist alles schick. Aber wenn mal irgendwie plötzlich in dieser Einbahnstraße Gegenverkehr kommt, dann müssen alle sehr schnell durch eine sehr, sehr enge Tür raus. Das ist eben die Gefahr, die dann in solch extrem gehebelten Situationen der Fall ist. Also nochmal der Verweis auf diese beiden Artikel, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Servus, ciao.